Und damit ein herzliches Willkommen und hallo, ihr seid bei Würzburg Fotos und das ist das Sonntagsvideo für euch, welches heute wieder mal vollkommen spontan und ungeplant entsteht und nur aus dem Grund entsteht, dass das Wetter so schön ist und ich gedacht habe, heute muss ich unbedingt noch mal rausgehen. Ich nehme die Kamera wieder mit und zeige euch Würzburg im Herbst bei einem schönen Spaziergang am Freitagnachmittag. Die ganze Woche war das Wetter schon legendär in Würzburg. Gestern habe ich die Aufnahmen für das Video aus Mainviertel gemacht. Das müsstet ihr letzte Woche gesehen haben, denke ich mal. Wenn nichts dazwischen kommt, dann kommt dieses Video eine Woche später genau, also am Sonntag in einer Woche. Und da habe ich mir gestern schon gedacht, morgen könntest du ja auch nochmal losgehen und ein paar Videos oder ein paar Aufnahmen, besser gesagt, vorproduzieren. Denn das Wetter wird nicht mehr allzu lange so schön herbstlich mit so tollen Farben sein. Mit der Buslinie 13 bin ich gerade gefahren zur Bushaltestelle Rotkreuzhof. Das ist zwischen Würzburg und Oberdürbach. Ich weiß gar nicht, ob das hier offiziell schon zu Oberdürbach gehört. Und das hier ist der Rotkreuzhof, der zur Stiftung Juliusspital gehört, wie man am Schild sehen kann. Ja, das ist so ein schöner alter Gutshof, der hier entsprechend genutzt wird. Und ich laufe jetzt, jetzt muss ich wieder auf die andere Straßenseite, die Allee hier entlang und dann geht's am Bismarckturm vorbei über den Aussichtspunkt in den Weinbergen und durch die Weinberge dann zurück in die Stadt natürlich. Es ist jetzt gerade nachmittags. Muss mal auf die Uhr gucken, wie viel Uhr es genau ist. 15.40 Uhr und da komme ich genau zum Sonnenuntergang an. Schaut euch das mal an. Hier gibt es Bio-Eier und Bio-Kartoffeln direkt vom Landwirt. Ist das nicht schön? Wer hier vorbeifährt, kann direkt einkaufen gehen. Ja, liebe Leute, und wegen diesen schönen Ausblicken hier habe ich natürlich auch meine Kamera dabei und werde mich in diesem Video heute auch der Fotografie widmen, um euch nebenbei ein paar schöne Bilder zu zeigen. Und es bleibt mir gar nichts anderes übrig. An der Stelle hier muss ich bereits mal kurz pausieren, die Kamera rausholen und ein paar Bilder machen. Die sich von euch fragen, was ich eigentlich zum Fotografieren verwende, sei erwähnt, da hat sich technisch bei mir momentan nichts verändert. Es ist weiterhin meine Canon 760D und als Objektiv habe ich drauf ein Sigma 17 bis 70 mm. Das ist also so ein leichtes Zoom-Objektiv von weitwinklig bis leichter Telebereich und das ist so meine Allzweckwaffe. Das ist das Objektiv, was ich möchte sagen, zu 95-98% aller Fälle immer auf der Kamera drauf habe. Das habe ich mir mal vor 2 Jahren gekauft und ich freue mich sehr über die Qualität. Die Abbildungsleistung des Objektivs ist ganz gut und dieser Brennweitenbereich von 17 bis 70 mm ist für mich ideal. Deswegen habe ich es immer drauf. Ich habe auch ein 50 mm noch zu Hause und ein schönes 85 mm, also zwei Festbrennweiten. Die machen natürlich schon eine andere und auch eine bessere Bildqualität. Ja, also das verwende ich dann nur beim Porträtfotografieren, also wenn ich Leute fotografiere.
An dieser Stelle geht's jetzt in den Wald rein zum Bismarckturm. Und ich bleibe bei meiner Aussage, ich liebe diese Jahreszeit für diese Farben. Das ist einfach so wunderschön. Das habe ich euch vor 2 Wochen im Video aus Rottenbauer gesagt und ich sage euch das heute Nachmittag nochmal gerne. Ich meine, ihr seht ja selber, wie das aussieht, wie das Licht zwischen den Bäumen durchschimmert. Schade, dass ihr die Gerüche nicht wahrnehmen könnt. Dieses leicht Modrige, was gerade bei diesem Wetter in der Luft ist, das ist also wirklich toll. Und ich meine, auch dieser Ausblick gerade sieht doch super toll aus. Ich mache mal schnell ein Foto mit der anderen Hand. Oh, das ist ein bisschen knapp von der Belichtungszeit. Ja klar, wenn die Blende so weit noch zu ist, dann haut es nicht hin. So, jetzt sieht das doch schon besser aus. Und nochmal eins im anderen, im Querformat. Und zack, wenn sie was geworden sind, blende ich sie euch ein. Und falls ihr euch wundert, natürlich sehen die Fotos aus der Kamera immer ein wenig anders aus als das, was die Videokamera bietet, was einfach daran liegt, dass ich die Bilder natürlich noch nachbearbeite. Bei mir geht in der Regel kein Bild online, was nicht irgendwie nachbearbeitet ist. Warum das so ist, lässt sich leicht erklären. Aus der Kamera direkt heraus im RAW-Format sind die Fotos relativ schwach, also die müssen nachbearbeitet werden. Das ist der Nachteil, wenn man im RAW-Format fotografiert. Aber dadurch kann man eben auch alles herauskitzeln aus den Bildern. Wenn ihr wissen wollt, was ich da bei so einer Bildbearbeitung mache und wo auch die Grenzen sind, was ich zum Beispiel nicht mache, dann schaut euch gerne mal das Video an, das ich im letzten Jahr gemacht habe. Bei YouTube blende ich es euch direkt ein. Und ansonsten findet ihr es auch in der Videobeschreibung bei YouTube und Facebook. Und genau für diese wunderschönen Ausblicke heute Nachmittag habe ich mich aufgerafft und bin losgegangen zum Spazieren mit einem Blick über Würzburg. Neben dem Bismarckturm steht hier so ein kleines Häuschen im Wald. Keine Ahnung, was das ist. Wenn das von euch jemand weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Und jetzt bin ich am Literaturbalkon. Die ganze Strecke, die ich heute hier ablaufe, habe ich euch in der Vergangenheit natürlich schon mal gezeigt. Ich glaube, es war im Sommer oder war es letztes Jahr im September, da bin ich hier überall lang gelaufen. Aber naja gut, das ist ja was, was man jederzeit und immer wieder machen kann, weil es hier einfach toll ist und sehr, sehr schön ist und man so schön auf Würzburg gucken kann. Auch ja, dank des Literaturbalkons. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der so gut genutzt wird und dass da so viele Leute zum Gucken kommen. Schau einer an. Und wenn ich jetzt schon hier bin, dann werde ich die Chance nutzen und natürlich auch von hier einige Fotos machen. Das habe ich mir ja heute vor allem vorgenommen für dieses Video. Schöne Bilder in Form des Videos und der Fotografie einzufangen. Was ich übrigens ziemlich erschreckend fand und ich weiß nicht, ob es mit mir indirekt zusammenhängt. Als ich damals das Video gemacht hatte und euch den Literaturbalkon gezeigt hatte, kurz nachdem er eröffnet wurde, hatte ich auch auf diesen Fernseher verwiesen, der hier ist und Informationen zeigt. Das Fenster zu den Literaten, normalerweise läuft da ein Film, ich glaube, man muss erst drücken. Kommt das jetzt oder kommt es nicht? Vielleicht haben sie es abgeschaltet oder es ist zu kalt.
Also kurz nachdem ich das gezeigt hatte, waren Leute von euch ebenfalls hier unterwegs und sind meinen Weg nachgelaufen und haben darüber berichtet, wenige Tage nachdem ich da war, dass der Fernseher zerstört war. Also irgendwelche Vollidioten, das kann man ja wirklich nicht mehr anders sagen, haben diesen Fernseher zerstört. Mutwillig, ganz offensichtlich. Ich hoffe nicht, dass diejenigen mein Video gesehen haben und dass mein Video sie auf solche dummen Ideen gebracht haben. Das wäre echt bitter für mich, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Sowas will ich natürlich nicht. Aber vermeiden kann ich es auch nicht und wirklich schuld wäre ich natürlich auch nicht. Und bei all diesen negativen Gedanken, die sich da leider Gottes auftun und die ich nicht schön finde, aber die eben auch mal ausgesprochen werden müssen, braucht es ein bisschen Nervennahrung. Ich habe mir da was mitgenommen. Eine schöne Banane, die gibt Saft und Kraft und das ist genau das Richtige. Heute Nachmittag so zum Spazieren gehen, um ein bisschen was im Bauch zu haben, weil ich nämlich heute noch nichts gegessen hatte heute Nachmittag. Naja, so ist es eben. Jetzt laufe ich mal hier diesen Weg runter. Den bin ich nämlich ehrlich gesagt hier noch nie runtergelaufen. Ich kenne nur diesen anderen Weg, der dann da oben entlang führt am Stein. Aber von hier kommt man ja auch runter, beziehungsweise ich gehe jetzt noch nicht direkt runter, sondern da vorne biege ich dann wieder rechts ab in die Weinberge und will dann letztendlich an der Steinburg rauskommen. Und von überall sieht das so schön aus. Juppa hatte in ihrer Instagram-Story geschrieben, hallo Juppa, dass sie meint, dass die Farben in diesem Jahr viel intensiver leuchten, ob das andere Leute auch so sehen. Und ich muss dir zustimmen, in diesem Jahr ist das echt krass, wie schön die Farben sind. Ein richtiger goldener Oktober, so muss das sein. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Hier ist schon der erste Abgang, der in den Weinberg reinführt. Da vorne kann man übrigens wunderbar sitzen, wo diese zwei Leute gerade sitzen. Zum Beispiel dann, wenn Kiliani-Feuerwerk ist und man auf die Stadt gucken will, geht von da natürlich ganz herrlich. Aber ich hatte mir vorhin das bei Google Maps angeschaut und hatte gedacht, ich nehme den zweiten Abgang. Der ist da unten, also geht es noch ein bisschen weiter runter. Und derweil muss ich auch mal kurz auf mein Handy gucken, denn ich habe immer so mein Ziel am Tag, die 10.000 Schritte zu schaffen. Das ist ja das, was man so machen soll. Und ich muss mal gerade gucken in meiner App. Ah ja, okay. Also als ich vorhin aus dem Bus ausgestiegen bin, waren es 2.900 Schritte. Und jetzt sind wir schon bei 4.784 und so weiter und so fort. Bin mal gespannt, ob ich die 10.000 Schritte bis zum Ende des Videos vollkriege. So, jetzt bin ich am zweiten Abgang. Unter mir ist das Weingut am Stein, da kann man schon die Gebäude sehen. Und auch das hier ist übrigens ein sehr, sehr hübsches, lauschiges Plätzchen. In den Weinbergen. Diese Bank da unten steht perfekt. Ich denke mal, die wahren Liebespaare kennen dieses Plätzchen hier. Und das ist auch immer wieder sehr, sehr beliebt zum Kiliani-Feuerwerk angucken. Ich muss es nochmal sagen, denn ich war ja schon einige Male dafür gewesen. Auch am Silvester ist es toll. Da ist es natürlich ein wenig kalt bei Nacht, aber trotzdem schön. Hoffen wir vor allem mal, dass das Jahr 2021 positive Neuigkeiten in Sachen Corona bringt, damit der ganze Mist irgendwann aufhört und wir wieder halbwegs normal leben können. Ich denke, so richtig normal wird es nicht mehr werden. Also so Sachen wie die Mund-Nasen-Bedeckung in den Bussen zum Beispiel und in der Straßenbahn, die werden wir so schnell nicht mehr loskriegen. Das ist halt einfach so, da muss man mit leben. Ich würde jetzt nicht. Aber wenn man nur mit dem Bus fährt und irgendwo einkaufen geht, kann man es, finde ich, auch aushalten. Also es ist nicht so, dass ich der Meinung bin, dass dieses kleine Stückchen Stoff mich in meinen Grundrechten irgendwie einschränken würde oder meine Lebensqualität verschlechtern würde. Also wirklich nicht, wirklich nicht. Ich sag mal so, dadurch, dass ich ja im Krankenhaus arbeite, wie ich ja schon einige Male erzählt habe, im Patientenservice eines Würzburger Krankenhauses, bin ich sowieso an die Maske gewöhnt. Sobald ich das Haus betrete, muss ich sie tragen.
und ich darf sie erst wieder abnehmen, wenn ich das Haus verlasse. Also ich arbeite den ganzen Tag damit, auch körperlich. Und ja, es geht. Es ist nicht schön, aber es funktioniert. Ha, jetzt habe ich gerade den Sonnenuntergang verpasst. Da hinten ist sie gerade hinterm Horizont untergegangen. Bei Instagram habe ich es zum Glück noch kurz dokumentiert gehabt vor wenigen Sekunden. Ja, liebe Leute, ich hoffe, ihr tut's mir gleich und nutzt das schöne Wetter heute Nachmittag für einen Spaziergang im Sonnenuntergang. Ich bin heute zum Filmen für eines meiner nächsten Sonntagsvideos einfach mal in die Weinberge gegangen. Jetzt ist die Sonne gerade kurz vorm Untergang. Sie verschwindet da hinten gerade hinterm Horizont. Ganz viel. Und trotzdem sind die Eindrücke hier oben auch jetzt kurz nach dem Sonnenuntergang noch einfach wirklich schön zu sehen. Dieses Leuchten des Laubs, das hört einfach nicht auf, selbst in diesen letzten Minuten. Ich hoffe, ihr könnt es in dem Video einigermaßen erkennen. Und auch der Main ist heute Nachmittag so ein bisschen orange, würde ich sagen. Ne? Der ist schön eingefärbt vom Sonnenlicht. Sieht richtig toll aus. Auch der Horizont da hinten. Ja, und guck mal, da ist sie doch schon, die Steinburg und das Refugium. Ja, ich denke, normalerweise könnte man natürlich jetzt einkehren und da einen Kaffee trinken oder was essen. Aber ja, dank Corona ist ja die Gastronomie geschlossen. Folglich brauche ich das gar nicht erst zu probieren und werde direkt die Treppe an der Steinburg runterlaufen und dann von da wieder in die Stadt gehen. Im Frühjahr dieses Jahres 2020 bin ich den Weg auch mal hochgelaufen. Wenn ihr das Video damals nicht gesehen habt, ich glaube, das haben nicht so viele von euch gesehen, könnt ihr das ja mal nach diesem Video machen. Ich blende euch an dieser Stelle in YouTube wie immer direkt das Video ein und ansonsten steht es auch in der Videobeschreibung bei Facebook und YouTube, so dass es also jeder finden und dann angucken kann. War ein schönes Video und auch da richtig tolles Wetter im Frühjahr. So, und jetzt aber geht's runter in die Stadt über die gute alte Weinbergstreppe und das Ganze noch halbwegs rechtzeitig, bevor das letzte Licht weg ist. 6723 Schritte habe ich schon. Noch ein bisschen, dann bin ich unten, dann schauen wir mal, wie viel es dann geworden ist. Ja, wie vorhin, glaube ich, schon mal kurz erwähnt, ist man als Filmer mit so einer Kamera ab einem gewissen Lichtlevel der Technik gnadenlos ausgeliefert und muss die Arbeit einstellen, weil das Bildmaterial dann schlicht und ergreifend nicht mehr zu gebrauchen ist. Lösen lässt sich dieses Problem nur, wenn man einen prall gefüllten Geldbeutel, eine niegelnagelneue Kamera und ein super lichtstarkes Objektiv hat. Dann kann man auch bei solchen Lichtverhältnissen noch tolle Aufnahmen machen. Aber diese Möglichkeiten entsprechen nicht der Füllung meines Geldbeutels. Den könnt ihr allerdings ein bisschen mitfüllen. Ja, ich will jetzt nicht betteln oder so, aber ich freue mich einfach, wenn ihr die Werbeanzeigen, die in YouTube vor meinem Video laufen, nicht überspringt, sondern einfach für die paar Sekunden laufen lasst. Ja, damit sich das Ganze für mich auch ein bisschen lohnt. Aber ich kann euch auch gleich sagen, reich werde ich damit beim besten Willen nicht. Wie viel ich verdiene, darf ich euch nicht sagen. Kein Scherz, YouTube verbietet das in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Den Creatoren ist es nicht erlaubt, darüber zu sprechen, wie viel sie verdienen. Aber ich kann euch sagen, die Einnahmen, die ich da im Monat momentan mache, sind höchstens ein minimales Taschengeld. Und wenn ich alle Fahrtkosten, die ich für alle Videos in einem Monat habe, zusammenrechne, dann reicht es in der Regel nicht, um die davon zu bezahlen. Also so viel mal dazu.
Nichtsdestotrotz muss ich mit dem Video jetzt enden, nachdem wir die ganze Zeit so schöne Ausblicke hatten und jetzt am Schluss nicht mehr. Suche ich mir mal eine Stelle, wo es ein bisschen leiser und schöner ist. Das sind jetzt die letzten Meter in diesem Video. Im alten Hafen von Würzburg am Kulturspeicher bin ich gleich angekommen und will mal kurz aufs Handy gucken. Naja, 20 nach 5 und ich habe geschafft immerhin 8072 Schritte. Und bis ich zu Hause bin, ich wohne ja in der Plei, ich habe es also nicht mehr allzu weit, kriege ich die 10.000 wahrscheinlich auch noch voll. Gerade so könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich hoffe mal, es klappt. Das Video endet an dieser Stelle und ich freue mich wie immer sehr, wenn es euch gefallen hat und ihr viel Spaß hattet dabei, mit mir einen schönen Herbstspaziergang durch die Weinberge in Würzburg zu machen. Wenn dem so ist, zeigt mir das gerne mit vielen Likes, mit vielen Daumen nach oben und teilt das Video auch gerne mit all euren Freunden überall auf der Welt, damit möglichst viele Leute sehen können, wie schön unser kleines Würzburg ist. Und ansonsten freue ich mich natürlich über euer Abonnement für meinen Kanal. Damit könnt ihr mich am meisten motivieren, immer weiterzumachen mit dem Sonntagsvideo. In diesem Sinne also danke fürs Zuschauen und damit tschüss und ade bis zum nächsten Mal und das wie immer hier bei Würzburg Fotos.